Guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum dritten IVV Roundtable. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Thomas Engelbrecht. Ich bin Chefredakteur des Fachmagazins IVV Immobilien vermieten und verwalten. Unter dem Motto Debatten mit Durchblick Wohnungswirtschaft auf den Punkt veranstaltet meine Redaktion den IVV Roundtable. Wir fragen, wie geht gutes Bauen und Bewirtschaften? Ich diskutiere diese Fragen mit Experten und Expertinnen aus der Wohnungswirtschaft und der Industrie. Und Sie, meine Damen und Herren, sind live dabei. Unser Thema heute: das vernetzte Quartier Future Living Berlin. Smart Building, Smart Home, Smart Living. Wie verändern digitale Technologien das Wohnen? Mit dem Neubau des Wohnquartiers Future Living Berlin im Stadtteil Adlershof wurde ein Reallabor für die zentralen gesellschaftlichen Herausforderungen der Wohnungswirtschaft geschaffen. Dieses Reallabor soll Antworten geben auf den demografischen Wandel, die ökologische Energiewende und ein verändertes Mobilitätsverhalten der Menschen. Wir fragen, welche technischen Anwendungen und Werkzeuge kommen zum Einsatz? Was ist Ihr Nutzen? Was ist Ihr praktischer Vorteil für die Betreiberin und natürlich für die Mieter? Meine Gäste, die ich Ihnen gleich vorstellen werde, werden Ihnen die Bewirtschaftung und das Wohnen in einem total vernetzten Wohnquartier vorstellen. Eigentümerin von Future Living Berlin ist das Wohnungsbauunternehmen GSW Sigmaringen. Und damit Sie es einmal gehört haben, GSW steht für Gesellschaft für Siedlungs- und Wohnungsbau Baden-Württemberg. Ein wichtiger Industriepartner der GSW bei der Planung, beim Bau und jetzt im Betrieb ist die Schindler Deutschland GmbH, in deren Räumlichkeiten wir uns heute hier befinden, in der Zentrale des Unternehmens in Berlin-Mariendorf. Danke dafür. Zu meiner Linken, Frau Birgit Eberhardt. Hallo Frau Eberhardt, herzlich willkommen. Bereichsleiterin Smart Home und AAL-Systeme bei der GSW Sigmaringen. Frau Eberhardt war über Jahre beschäftigt mit Planung und Bau. Wir hatten den ersten Kontakt, ich glaube, vor 4 oder 5 Jahren in dieser Angelegenheit mal. Also sie ist da die absolute Expertin auf dem Gebiet, das wir heute beschreiten werden. So, dann in der Mitte. Entschuldigung, ich muss die Reihenfolge einhalten. Zu Ihrer Rechten, Sebastian Lurk von der Schindler Deutschland GmbH aus der Abteilung Kompetenzcenter Transit Management oder Transit Management. Was das genau ist, dieses Transit Management, werden wir in aller Ausführlichkeit noch besprechen. So, und jetzt in der Mitte Stefan Schwunk. Herr Schwunk ist Mieter im Future Living Quartier seit einem Jahr, glaube ich, ungefähr. Und er ist von Beruf Qualitätsingenieur bei der Volkswagen-Tochter Elli, richtig? Genau. Im Bereich Elektromobilität. Und Herr Schwunk ist Influencer mit eigenem Video-YouTube-Kanal zum Thema Elektroautos. Das ist mir jetzt ganz wichtig, weil wir haben mit Herrn Schwunk dann, denke ich, einen Mieter hier in unserer Runde mit einer sehr hohen Affinität zu den Smart Living, Smart Home Anwendungen, über die wir sprechen wollen. Bevor wir einsteigen in die Fragen und die Diskussionen, meine Damen und Herren, haben wir ein kleines Video für Sie vorbereitet. Das ist angefertigt worden, produziert worden vom Softwareunternehmen Arion. Auch danke, ein Dank an Arion, dass wir hier dieses Video ausschnittsweise zeigen können, damit Sie ein paar schöne Bilder bekommen, meine Damen und Herren, bevor wir inhaltlich einsteigen. Ja, damit würde ich sagen, Film ab. Wie es sich anfühlt, heute schon in einem Haus von morgen zu wohnen, das erlebt Vladislav Rerich jeden Tag. Seit über einem Jahr lebt er im Future Living Quartier in Berlin und genießt den smarten Komfort zu einem bezahlbaren Preis. Wenn ich unterwegs bin, dann kann ich nochmal über die Digitalstrom auf meine Wohnung zugreifen und schauen, ob die Fenster geschlossen sind. Denn dann gibt es auch eine Meldung. Also die Bedienung ist hier einfach. Das erleichtert natürlich auch das Leben hier bei uns. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das wäre, wenn ich jetzt eine andere Wohnung ziehen musste, ohne das ganze Smart Home bei uns. Schlüssellose Wohnungstüren. Automatisch gesteuerte Fahrstühle. Was klingt wie ein Luxusressort der Zukunft, ist die Antwort der GSW Sigmaringen auf die Suche nach dem Smart-Home-Gedanken für alle.
Wir wollten mit unserem Projekt Future Living auf die drei großen Fragen, die die Wohnungswirtschaft beschäftigen, eingehen. Das ist einmal der demografische Wandel. Da wollten wir mit unseren smarten Lösungen in Future Living eben leicht bedienbare Möglichkeiten schaffen, um älteren Bewohnern einen längeren Verbleib in ihren Wohnungen zu ermöglichen. Das zweite Thema ist der Klimawandel, auf den wir geantwortet haben mit der Erstellung eines hocheffizienten Gebäudes im KfW 40 Plus Standard. Und das dritte Thema ist die Mobilitätswende. Die 87 Wohnungen des Mehrgenerationenprojektes in Berlin sind barrierefrei ausgebaut und bieten Wohnraum für ein selbstbestimmtes Leben auch im Alter. Der Einsatz von smarter Technik macht das Leben aller Bewohner bequemer, sicherer und komfortabler. Unser Ziel war, Anwendungen zu finden, die für normale Mietende von Interesse sind. Dazu gehören Ausstattungsmerkmale, die dem Komfort dienen. Also ich kann die Lichter einfach dimmen. Und dann gibt es aber eben auch Dinge, die der Sicherheit dienen. Uns ist es wichtig, dass zum Beispiel, wenn der Rauchwarnmelder auslöst, dass jeder mitbekommt. Und wir sorgen dafür, indem die Lichter flackern, die Rollläden hochgehen und außerdem noch eine zusätzliche Meldung in einer anderen Tonhöhe auch auf dem smarten Lautsprecher ausgegeben. Das Future Living Quartier im Berliner Stadtteil Adlershof besteht aus 14 miteinander vernetzten Gebäuden. Die Anordnung ist so gewählt, dass ein dörflicher Charakter mit vielen Gassen, Plätzen und Grünflächen entsteht. Die Neigungswinkel der Dächer unterstützen die nachhaltige Idee der Anlage. Während alle kleinen Dächer extensiv begrünt wurden, um das Mikroklima zu fördern, sollen die großen Dächer mit Photovoltaikanlagen zur Energiegewinnung beitragen. Future Living Berlin soll durch seine Wärmepumpen in Verbindung mit den PV-Modulen und der Wärmerückgewinnung so viel Energie erzeugen, dass wir rein rechnerisch keine weitere Energie zukaufen müssen. Diese Energie verwenden wir dann, um die gesamten Wohnungen, Gewerbeeinheiten, aber auch allgemeine Bereiche wie das Carsharing-Modell und die dazugehörenden Ladestationen mit Energie zu versorgen. Das Bauprojekt Future Living in Berlin gibt wegweisende und nachhaltige Impulse in Richtung Smart Building und Smart Living. Durch die Steigerung des Komforts, aber auch der Sicherheit, gibt das innovative Projekt auch Antworten auf den demografischen Wandel und zeigt heute, wie das Wohnen der Zukunft aussehen kann. Frau Eberhardt, Sie als Hauptverantwortliche des Projektes, was die Entwicklung und den Betrieb angeht, können Sie uns am Anfang noch mal sagen, welche Smart-Home-Technik zur Anwendung kommt? So einen kleinen Überblick in Stichworten. Ja, also wir unterscheiden zwischen Smart Building und Smart Home. Wir haben im Gebäude viele smarte Sachen. Also das fängt mit den Türzugängen an. Ich habe ein digitales Schlüsselbrett. Ich komme mit der Karte oder mit der App in die Wohnung, in das Haus rein. Wenn es ein Haus ist, in dem viele Wohnungen für Rollstuhlfahrende sind, dann öffnet sich die Tür automatisch. Dann bin ich an der Wohnungstür. Auch die kann ich quasi öffnen, ohne dass ich einen Schlüssel zücken muss. Briefkasten hatten wir im Film schon gesehen. Und dann fängt quasi der Bereich hinter der Wohnungstür mit dem Bereich Smart Home an. Dort haben wir eine Ausstattung, die es den Mietenden erlaubt, Lichter zu steuern, zu dimmen, die Verschattung aufzurufen, Heizungen einzustellen und so weiter und so fort. Also klassische Smart Home Ausstattung, aber eben in der normalen Mietwohnung. Das Wohnungsunternehmen GSW baut Wohnungen, um sie jahrzehntelang zu bewirtschaften. Nun wissen wir alle, die Haltbarkeit, die Hardwarezeiten von Hard- und Software ist wesentlich geringer. Ich glaube, 10 Jahre sind da schon lang. Von welchem Lebenszyklus der Elektronik gehen Sie aus? Naja, einerseits lässt sich Elektronik ja auch updaten. Das ist eine ganz wichtige Funktion. Das ist auch tatsächlich schon passiert. Das heißt, die Digitalstromserver, wir nutzen ja Powerline und die Stromleitungen quasi auch, um zu steuern. Die lassen sich updaten. Die Lösungen von Schindler, die Innenterminals haben schon Updates bekommen. Also es ist nicht so, dass man quasi digital einmal einbaut und das ist es dann. Was anderes ist tatsächlich die Lebensdauer von digitalen Ausstattungsmerkmalen, da lernen wir. Jetzt sind wir 1,5 Jahre, fast 2 Jahre im Betrieb. Im Moment lässt sich da noch gar nichts zu sagen. Aber Sie können sich vergewissern, wir werden die Erkenntnisse dazu teilen. Sie sagten gerade, die Verbindung zwischen den einzelnen Geräten in der Wohnung funktioniert über die Stromleitungen. Es gibt keine Funkverbindungen. Ja. Welche Hardware ist denn jetzt in den Wohnungen verbaut?
Also was wir konkret haben, wir haben wenige Sensoren, das heißt wir messen die Luftqualität zum Beispiel, also die Temperaturhöhe und so weiter. Wir wissen, ob jemand in der Wohnung ist, also Licht wird darüber gesteuert und es gibt eine klassische Aktorik, das heißt man kann die Rollos rauf und runter fahren, man kann die Lichter entsprechend ansteuern. Wir nutzen aber auch klassische Taster, weil das etwas ein Nutzerinterface ist, also eine Art der Anwendung, die jeder intuitiv versteht, ohne ein Handbuch lesen zu müssen. Mhm. Und dazu gibt es natürlich noch die Apps. Ja. Sie sagten, die Luftqualität wird gemessen. Wenn die Luft dick ist in der Wohnung, was passiert, dann öffnen sich die Fenster automatisch? Nee, wir haben keine automatische Fensteröffnung drin. Wir haben ja sehr hohe Decken und auch sehr, also bodentiefe Fenster, also sehr große Fenster. Die elektronisch zu öffnen oder überhaupt elektrisch zu öffnen, wäre eine echte Herausforderung. Also wir haben keinen Luxusbau, das machen wir nicht. Ja. Ich weiß, Frau, die ersten Mieter und Mieterinnen sind schon im Februar 2020 eingezogen. Vollvermietet sind sie seit ungefähr einem Jahr, glaube ich. Seit Ende des Jahres, genau. Wie sind die Erfahrungen mit der Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit dieser Technik? Also bis jetzt sind keine Dinge ausgefallen. Es gab mal irgendwie einen kleinen Schaden durch einen Einzug oder so, wo mal was gegengerempelt wurde. Aber ganz grundsätzlich muss man sagen, es läuft alles. Es gibt immer noch ein bisschen Feintuning und so weiter, aber Ausfälle in dem Sinne gab es bislang nicht. Und wie gesagt, wir sind gespannt, wie es weitergeht. Ich schaue auf Herrn Schwung, den Mieter. Wie ist Ihre Erfahrung mit der Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der Technik in den Wohnungen? Ja, ich hatte einen kurzen Ausfall, da ging die Jalousie nicht mehr hoch und runter, da musste aber tatsächlich auch was getauscht werden. Das kommt immer mal vor bei solchen Neubauten, denke ich mal, aber grundsätzlich auch über die App und so weiter ist das jetzt inzwischen alles sowas von zuverlässig, also bin ich selber sehr erstaunt, also ich bin ja sehr technikaffin und dass man da nahezu keine Ausfälle hat und das System einfach läuft, das ist für mich als Mieter natürlich wichtig, aber halt auch sehr, sehr beruhigend. Gut, wir können festhalten, es gibt jetzt bislang keine Ausfälle. Also Mieter hatten da bisher keinen Grund, Alarm zu schlagen, sich zu beschweren. Aber ich kann mir vorstellen, dass Mieter Probleme haben, Frau Eberhardt, mit der Anwendung verschiedener Smart-Home-Techniken. Wie lösen Sie das, wenn ein Mieter sagt, ich komme nicht zurecht mit der App oder... Also einerseits haben wir im Moment tatsächlich einen Verwalter vor Ort, der ist allerdings auch kein Techniker, aber das ist ein Mensch, der weiß dann, wen er fragen muss. Wir helfen Mietenden. Also wir haben, ich fange mal noch weiter vorne an, relativ analog. Wir haben alle Handbücher Englisch und Deutsch. Das ist sehr wichtig, weil wir haben eine Mieterschaft, von der ich weiß, dass mindestens ein Viertel kein oder schlecht Deutsch spricht. Ich weiß dann nicht, ob Menschen aus Rumänien gut Englisch sprechen, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall haben wir da schon mal eine Hürde. Es ist genauso wie das Tablet und auch das Wohnungsterminal für die Aufzugssteuerung und für die Türöffnung, auch die sind mehrsprachig. Das ist schon mal eine Hürde, die man nehmen kann. Und ansonsten gibt es, wie gesagt, Kollegen, die immer mal wieder vor Ort sind und dann zum Beispiel auch Mietenden helfen, wenn sie ihre eigenen mitgebrachten smarten Ausstattungsmerkmale gerne integrieren möchten und sozusagen das, was wir zur Verfügung stellen, nochmal verbinden möchten. Ja, zur Kommunikation der Mieter untereinander will ich später nochmal kommen. Jetzt zunächst nochmal an Sie die Frage, Frau Eberhardt. Gibt es eine Mindestausrüstung in der Wohnung, was Smart Home angeht und können Mieter etwas dazu buchen, also gegen eine höhere Miete? Also das nicht. Wir haben keine zusätzlichen Services. Das ist nicht vorgesehen. Was wir gemacht haben, ist, es gibt eine Basisausstattung und wir haben aber einige Funktionen quasi über Software-Schalter aktivierbar und deaktivierbar. Also normalerweise, wenn ich die Tür öffne, geht das Licht an. Wenn sich jetzt jemand dran stört, kann man das abschalten. Normalerweise, wenn ich nachts auf die Toilette gehe, habe ich ein gedimmtes Licht. Wenn jetzt jemand sagt, meine Partnerin, mein Partner wird dadurch aufgeweckt, dann kann man das abschalten. Also so haben wir das gelöst, aber wir haben keine zusätzlichen Services. Und was wir, wie gesagt, ich hatte es schon erwähnt, machen, wenn Mietende sagen, wir haben jetzt noch, keine Ahnung, viele Sonusse, viele Philips Hue oder was auch immer, dann ermöglichen wir ihnen, das quasi in das Gesamtsystem mit zu integrieren, dokumentieren das gut, weil wir müssen es ja für die nächsten dann auch wieder zurücksetzen. Ja, meine Damen und Herren, das nächste Thema, Teilen statt Besitzen. Es gibt mehrere Sharing-Angebote im Quartier. Welche sind das? Ja, wir haben einerseits vor allen Dingen ausgehend von den kleinen Wohnungen, also 37 Quadratmeter, ist ja fast Mikrowohnen,
ausgehend von diesen haben wir uns überlegt, einen smarten Waschsalon auf dem Gelände einzurichten. Das heißt, es gibt Waschmaschinen und Trockner, die digital gebucht werden können, wo ich eine Nachricht bekomme, wenn sie fertig sind, die digital abgerechnet werden. Wir haben eine Paketstation, die jetzt zu Corona-Zeiten zugegebenermaßen vielleicht weniger genutzt wird, weil Menschen eher zu Hause sind. Und wir haben mit einem Partner auch jetzt bis Ende letzten Monats ein Carsharing-Angebot gehabt. Also ein Carsharing, bei dem Fahrzeuge quasi gemietet werden konnten, allerdings wegen der Testphase tatsächlich auch ohne finanzielle Aufwände und aber auch zurückgebracht werden mussten. Also ein wirklich stationäres Carsharing mit Elektrofahrzeugen. Mhm. Herr Schwung, welche nutzen Sie Sharing-Angebote? Ja, ich würde sagen, ich nutze nahezu alles. Also wie gesagt, was eben schon gesagt wurde, das Paket-In, unsere Packstation, die nutze ich aktuell nicht, weil ich auch aus dem Homeoffice heraus arbeite. Ansonsten habe ich die Fleetshare sehr, sehr gerne genutzt. Wenn man mal eine Besorgung hat, die ein bisschen länger dauert, sonst ja alles fußläufig zu erreichen, aber mal eben so ein Fahrzeug zu nehmen, was klein, kompakt ist und durch Berlin gut wuseln kann, habe ich gerne genutzt. Finde ich ein bisschen traurig, aber es steht schon in Aussicht, dass was Neues kommt. Insofern, ja, das werde ich auf jeden Fall auch weiterhin nutzen. Und natürlich, ich habe zwar eine größere Wohnung, kein Mikroliving, aber ich nutze tatsächlich auch den Waschsalon, weil es einfach für mich günstiger ist. Waschen, Trocknen kombiniert kostet mich 5 Euro als Single, der ich da bin. Lohnt es sich für mich da nicht, zum Beispiel jetzt einen Waschtrockner anzuschaffen. Da bin ich mit den Stromwasserkosten und dem Anschaffen des Gerätes über Jahre hinweg teurer, als wenn ich eben den Waschsalon nutze. Frau Ebert, wie funktioniert bei einem Mieterwechsel die Prozesssteuerung für die digitalen Zugänge? Kann man alles mit einer Karte buchen und bedienen oder brauche ich verschiedene Karten und verschiedene Apps? Naja, Mieterwechsel ist immer die Frage, von welcher Seite Sie das betrachten. Also Mieterwechsel für uns ist im Moment noch eine gewisse Herausforderung. Also wir wissen, was wir tun müssen. Wir haben ja auch schon Mieterwechsel gehabt, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Da arbeiten wir dran, dass wir mit dem ERP-Systemhersteller Schnittstellen schaffen, also damit sich der Mieterwechsel, also alles, was an Managementsystemen dahinter hängt, dass sich das gut in die normalen Prozesse integriert. Da sind wir wirklich gut unterwegs und auch alle Partner, die da irgendwie mit im Boot sind, sind da sehr beflissen, das auch mit voranzubringen, weil das ist völlig klar. Also Digitalisierung muss auch in den internen Prozessen stattfinden, das ist so. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, wir haben extrem umfängliche Handbücher und da wissen die Mietenden dann, also welche Apps sie sich runterziehen und wir unterstützen sie auch dabei im Einzugsprozess. Hm. Jetzt eine Frage, Frau Ebert, ganz bewusst aus der Perspektive des Wohnungsunternehmens, das bewirtschaften muss. Und Sie sprechen von der Digitalisierung der Prozesse, der Arbeitsprozesse. Haben Sie das auch auf die Betriebskostenabrechnung ausgedehnt? Inwieweit ist die automatisiert? Naja, also da machen wir gar nichts Besonderes. Wir haben eine vollautomatisierte Betriebskostenabrechnung. Es ist jetzt einfach im ersten Jahr so gewesen, dass wir natürlich die ganzen Nebenkosten, die Wartungskosten, die anfallen, die mussten erstmal zusammengesammelt werden. Das ist immer so bei dem Neubau. Mhm. Also man weiß, ne, also man bestellt etwas und dann fängt man ja an, irgendwie auch über die nächste Zeit nachzudenken. Mhm. Aber die Erfassung von Wärme und Wasserverbrauch? Da haben wir einen Partner, wie in anderen Projekten auch. Und also da machen wir eine klassische Abrechnung. Mhm. Also Sie lassen sie machen, Sie machen das genau. Nicht selber. Mhm. Okay. Wobei, was wir schon machen, ist, wir sammeln die Daten, weil das Ziel ist, wir sammeln die Daten anonymisiert. Das Ziel ist, dass wir den Mietenden gerne in naher Zukunft widerspiegeln wollen. Also jetzt nicht, was EED voraussetzt, sondern ein bisschen intelligenter, wie quasi ihre Verbräuche sind. Das ist noch nicht ganz fertig, aber da sind wir auf einem guten Weg. Wir kommen nachher nochmal auf die Energieversorgung. Eine Frage vorweg. Haben die Mietenden eine Pauschalmiete zu zahlen, also inklusive alles, oder unterscheiden Sie noch zwischen Netto-Kaltmiete und Betriebskosten? Wir haben eine klassische Netto-Kaltmiete, allerdings wir haben das Internet mit in die Miete integriert. Also das Internet ist in der Basisausstattung von 50 Megabit nicht optional, weil wir während der Planungs- und Bauphase keinen Glasfaseranschluss bekommen konnten und wir uns entschieden haben über einen Industrieanbieter,
wirklich ein Industrie-Internet anzubieten. Und das ist das erste Mal, dass wir das tatsächlich machen. Aber wir haben gutes Internet in der Miete mit drin, Glasfaser bis in die Wohnungen, ein 10-Gigabit-Anschluss für das gesamte Quartier, von dem wir im Moment 5 Gigabit nutzen. Ja. Schwung, sind Sie als YouTuber zufrieden mit der Geschwindigkeit des Netzes? Absolut. Also man ist es oft gewohnt jetzt von Anbietern, dessen Namen ich das einfach mal nicht nenne, aber dass man viel versprochen bekommt, was die Leistung des Internets angeht. Und wenn man ein Drittel davon erreicht, dann darf man sich glücklich schätzen. Ist hier absolut nicht der Fall. Also A, habe ich einen sehr konstanten, sehr hohen Downstream, den ich seltener als YouTuber, mehr als jemand, der aus dem Homeoffice arbeitet, brauche. Aber gerade beim Upstream, also wenn ich Videos hochlade und so weiter, habe ich eine sehr hohe Geschwindigkeit. Also das ist natürlich gut, um Videos schnell nach oben laden zu können. Und auch hier eine sehr konstante, hohe Leistung. Und falls das nicht ausreicht, ist es auch also ganz schnell möglich, hier die Geschwindigkeit anzupassen. In 5-Euro-Schritten war das, meine ich. Und das habe ich auch schon einmal getan. Also bei mir sind es jetzt 100 Mbit, die ich nutze, einfach auch aufgrund meiner Tätigkeit. Ja, meine Damen und Herren, ich hatte ja schon in der kurzen Anmoderation das Stichwort Reallabor genannt. Future Living Berlin ist ein Reallabor. Frau Eberhardt, Sie testen Komponenten, das ist klar. Im laufenden Betrieb, wie sie funktionieren, können Sie schon so eine Zwischenbilanz ziehen oder eine erste und sagen, hier sind Schwächen, hier könnten wir etwas besser oder anders machen? Oder ist das noch zu früh? Naja, das ist auch mit dem Labor ist auch so eine zwiespältige Geschichte. Also unsere Mietenden wissen zwar, dass wir genau hingucken, da unterstützen sie uns tatsächlich auch sehr dabei. Also wir haben gerade eine Befragung laufen. Kein Warnschild, Datenschutz, wo bleiben meine Daten? Darum geht es gar nicht, sondern es ist wirklich, also wir als Betreiberin, wir müssen ja den Datenschutz sicherstellen. Also und wir haben wirklich im Vorfeld mit unseren Datenschützern, mit Anwälten und wirklich allen das extrem gut durchgeprüft und die Mietenden wissen auch, das haben sie auch irgendwie unterschrieben, ne? Also wo Daten anfallen und wir wissen aber auch, dass wir zum Beispiel nicht an die Aufzugsdaten rankommen oder ähnliches, da kommen wir gar nicht dran, also auch wenn es da Daten gibt, die Schindler für die Wartung zum Beispiel nutzt. Was wir in der Tat machen, ist, wir beobachten. Wir haben ja nichts eingesetzt, was jetzt irgendwie einen Experimentierstatus hätte, sondern es ist einfach das Zusammenspiel zwischen den Smart Home und Smart Building Komponenten ist in der Tat etwas, was in der Dichte jetzt nicht so häufig vorkommt und da gucken wir natürlich, wie es funktioniert. Aber also von daher, Labor ist relativ, weil die Mietenden haben auch Ansprüche und die melden sie zu Recht auch an. Also die wohnen schon in einem Objekt, was auch funktionieren muss und genau. Ja. Ihr Geschäftsführer hatte in dem kleinen Video gesagt, Ziel ist auch zu schauen, welche Anwendungen, welche Technik können wir in andere zukünftige Quartiere übernehmen. Gibt es da schon Erkenntnisse? Kann Herr Lurk auf einen weiteren Auftrag hoffen für das Schindler Port? Jetzt fangen wir mal bei der Energie an. Also wir haben ähnliche Energiekonzepte, vielleicht nicht so umfangreich. Also wir machen ja hier wirklich wahnsinnig viel, aber auf jeden Fall PV-Anlagen, Luftwärmepumpen, PV-Anlagen, Blockkraftwerke. Also das haben wir tatsächlich in anderen Bauobjekten auch schon durchgesetzt. Das ist aber auch so Baden-Württemberg. Also wir wollen es das Sonnenland. Auf der einen Seite, also für uns ist es ein wichtiges Thema. Es ist aber auch ein Thema, was die Politik uns einfach vorschreibt. Also da sind wir irgendwie, da gehen wir einfach mit und machen, was eben möglich ist. Aber auch mit dem Partner, den wir in Berlin haben, auch mit dem haben wir jetzt schon weitere Projekte durchgesetzt. Eben auch Ladeinfrastruktur gehört ja auch immer irgendwie noch dazu. Also ne, das eine ist Strom erzeugen, Strom, Mieterstromprojekte auf der anderen Seite, Sektorenkopplung, dann haben wir die Heizungswärme dabei und wir haben natürlich die Ladeinfrastruktur. Also das ist ein Thema, da sind wir froh über Erfahrungen und gehen das natürlich weiter, logischerweise. Und anderes ist auch bei Aufzügen, wir sind ja auch gut vernetzt, also immer dann, wenn zum Beispiel jetzt Anfragen kommen, wie sieht das aus in Richtung barrierefrei, seniorengerecht, kann man da was sagen? Also wir wissen halt aus Studien, dass Menschen in Mehrfamilienhäusern das sehr schätzen, wenn sie den Aufzug aus der Wohnung schon rufen können
und eben nicht nur die Türöffnungen zu haben und auch sehen, wer vor der Wohnungstür steht. Das ist ganz wichtig. Also bei uns ist es ja so, dass die Menschen nicht nur sehen, wer vor der Haustür steht, in die Haustür kommt jeder rein, aber wer steht direkt vor der Wohnungstür? Und das sind so Funktionen, die geben wir wirklich sehr, sehr gerne weiter und die sind auch schon aufgenommen worden. Ich habe jetzt noch ein paar Fragen an Sie, Frau Ebert, an Sie als Investorin sozusagen. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Quartier Future Living Berlin mit all seinen Ausrüstungen doch enorm viel teurer geworden ist als eine herkömmliche Siedlung der gleichen Ausmaße. Können Sie da mal eine Hausnummer nennen, einen Prozentsatz, um wie viel teurer ist so ein Quartier? Das ist wirklich schwer zu sagen. Also wir haben die endlichen Zahlen auch noch nicht. Wir sind teurer geworden, aber in einer Zeit, in der alle Bauten teurer geworden sind. Wir hatten eine Steigerung von 8-10%, nicht bei uns, sondern grundsätzlich ja, in Berlin. Also das heißt, ein Teil der Teuerungen sind auch dem geschuldet, ein Teil der Teuerungen sind auch einer gewissen Komplexität geschuldet. Also nur mal ein Beispiel zu nennen, wenn ein digitales Produkt ausgeschrieben wird, dann gehe ich nicht davon aus, dass eine Elektrofirma einen Nachtrag schreibt, bloß weil sie das Passwort ändern muss. Das ist eigentlich Standard. Ich meine, über sowas heute nachzudenken, 2018, 2019, wenn wir das ausgeschrieben haben, und dann sozusagen teurer zu werden, bloß um das vorgegebene allgemeine Passwort 00000 zu ändern, das ist, also solche Sachen sind tatsächlich passiert, also wo man sich gar nicht vorstellen konnte, wie ein Leistungsverzeichnis eigentlich noch aussehen könnte. Also wir haben sicher mehr Nachträge gehabt, als wir gedacht haben. Das ist aber auch dem geschuldet, dass manche Handwerksunternehmen vielleicht auch noch nicht so weit waren, wie wir es hätten gebrauchen können. Gut, Nachträge gibt es wahrscheinlich ja leider bei jedem Bauprojekt. Das wissen wir aber immer noch nicht. Um wie viel teurer ist das Quartier geworden? Werden irgendwann drüber sprechen, aber wie gesagt, ich kann jetzt eine Zahl nennen, die stimmt oder stimmt nicht. Okay. Wie viel Miete muss ich denn bei Ihnen zahlen? Wir haben eine gestaffelte Miete, also große Wohnungen sind quadratmetermäßig günstiger, kleine sind teurer. Unser Ziel war es, unter dem Mietspiegel von Adlershof zu bleiben für Neubauten. Der liegt irgendwie bei 13,90 Euro oder 80 oder so. Wir sind im Schnitt irgendwie 40 Cent drunter. Wir haben vorhin bei Ihrer Wohnung nachgeguckt, ich weiß es auch nicht so genau. Netto Kaltmiete liege ich bei 11,51. 11,51. Die nächste Frage, Frau Eberhardt, wir gehen wieder weg von den Finanzen hin zur Planung. Inwieweit hat die Vernetzung des Quartiers Planung und Bau komplizierter und zeitaufwendiger gemacht? Ja, absolut. Also ich glaube, wir haben nicht wir, sondern alle Beteiligten sind irgendwie an ihre Grenzen gekommen. Das ist einfach so. Das Thema ist ja auch immer in dem Moment, in dem ich eine Ausschreibung mache, bin ich ja sozusagen am aktuellen Stand. Und wenn ich Future machen will, Zukunft machen will, bin ich dann schon fast in der Vergangenheit. Und klar, viele haben mitgedacht, andere haben sich aber auch darauf verlassen, dass andere mitdenken. Und also komplizierter wurde es auf jeden Fall. Und unser Baumanagement war bestimmt auch nicht glücklich darüber. Also es hat viele wirklich an die Grenzen gebracht, muss man sagen. Aber faktisch ist es, jetzt läuft es ja. Wie viel Zeit brauchten Planung und Errichtung? Naja, das waren relativ normale Zeiten. Also wir haben ja früh angefangen, Verzögerungen kamen in der Bauphase auch aus ganz anderen Gründen. Weil wir hatten ja immer das Ziel, einen bezahlbaren Bau. Also wir wollten keinen Luxusbau machen, sondern wir wollten, also um Erfahrungen sammeln zu kommen, wollten wir ganz normale Mietende dort haben, also möglichst viele Schichten und so weiter. Und deshalb irgendwann drohten bestimmte Bauabschnitte einfach aus dem Ruder zu laufen, hat man nochmal gebremst und nochmal neu hingeguckt und nachjustiert, aber das ist auch ein normales Vorgehen eigentlich. Eine Frage habe ich noch an Sie, Frau Eberhardt, bevor ich mich Herrn Lurk zuwende. Der Markt für Smart Living Technik. Es wird ja sehr viel über Smart Home und Smart Living diskutiert und veröffentlicht. Er ist aber dennoch schwer fassbar, finde ich. Es gibt keine bekannten Markenhersteller. Und wer könnte ein Wohnungsunternehmen wie der GSW ein ganzes Vernetzungskonzept erarbeiten? Also ich glaube, es gibt da niemanden. Wie sind Sie damit umgegangen?
Oder sagen Sie, nein, das stimmt nicht, es gibt wichtige Player in diesem Markt, die Konzepte liefern? Also es gibt viele Konzepte für Einfamilienhäuser und die Angebote, die es gibt, passen in ganz vielen Fällen nicht auf Mehrfamilienhäuser. Also viele Anbieter kennen den Unterschied zwischen Betreiber und Nutzer schlichtweg und ergreifend nicht. Das sind Erfahrungen, die man dann macht. Wir sind trotzdem einen Weg gegangen, eine gute Ausstattung zustande zu bringen. Ja, aber wir sind ja auch in einem großen Forschungsprojekt drin. Wir reden gerade sehr intensiv mit der deutschen Elektroindustrie. Die lernen auch gerade ganz viel. Die gucken sich natürlich auch, die sind immer mal wieder zu Besuch. Und sowas wie personalisierte Accounts sind etwas, was man eigentlich nicht gebrauchen kann. Aber auf der anderen Seite, wenn es keine anderen Lösungen gibt, dann lernt man auch mit denen irgendwie umzugehen. Aber das kann keine Dauerlösung sein. Also wir haben heute nicht wirklich die fertigen Produkte. Vor allen Dingen dann nicht, wenn man sich überlegt, dass... So wie Herr Schunk zum Beispiel, es gibt ja Mietende, die selber einfach technikaffin sind. Und im Consumer-Bereich ist die Entwicklung so wahnsinnig groß. Und wenn man dann aber eine Smart-Home-Umgebung hat, wo man Dinge nicht integrieren kann, ist man irgendwie auch nicht wirklich smart. Also, man fängt an zu basteln. Also das gelingt uns ja auch. Ja, aber die Herausforderung wird wirklich in der Zukunft darin bestehen, eine gute Grundausstattung in den Wohnungen zu haben, die aber diese Übergänge mit Mietende bringen mehr mit als ein Fernseher und ihr Tablet, sondern sie bringen eben auch andere Ausstattungsmerkmale mit. Und da haben wir eigentlich eine gute Basis, weil das können wir tatsächlich mit ein bisschen Aufwand den Mietenden auch ermöglichen. Also einfach durch ihre eigenen Ausstattungsmerkmale da noch mehr mit reinzubringen. Danke erstmal soweit. Ja, meine Damen und Herren, mit Herrn Lurk von Schindler möchte ich mich gleich über das System Schindler Port unterhalten. Bevor wir dazu kommen, haben wir ein weiteres Filmchen für Sie. Ein Video aus dem Hause Schindler. In Future Living Berlin realisieren wir verschiedene Themen, die alle was mit dem zukünftigen Leben zu tun haben. Wir adressieren den demografischen Wandel, neue Formen der Mobilität, Sharing-Ansätze, Energie und auch sowas wie die Bewegung durch die Gebäude, Transitmanagement. Wir haben seit Beginn des Projekts, seit der Planungsphase, mit vielen Partnern zusammen gemeinsam die Use Cases entwickelt, das heißt die Funktionen entwickelt, die wir den Nutzern zur Verfügung stellen wollen. Und haben diese dann auch konsequent im Projekt umgesetzt. Immer mit dem Ziel, die Menschen so lange wie möglich in ihrer Umgebung zu lassen. Das heißt, wie kann Technologie unterstützen, um möglichst lange in einer heimischen Umgebung zu bleiben? Ja, Schindler hat uns mit zwei großen Gewerken unterstützt, nämlich mit den Zugangssystemen für die Wohnungs- und die Haustür und mit dem Aufzug. Und beide sind miteinander verbunden. Das heißt, wenn jemand unten klingelt, dann sehe ich in der Wohnung auf dem Terminal dort, wer vor der Haustür steht. Ich kann den Aufzug schicken, sodass die Menschen, die dann als Gäste kommen, direkt zu mir durchfahren können. Schindler Port ist unsere digitale Mobilitätslösung, die weit über das hinausgeht, was man heute im vertikalen Transport kennt. Wir schließen jeden Zutrittspunkt im Gebäude mit ein, jeden Punkt, wo wir Berührung haben mit einem Nutzer und versuchen, diesen miteinander zu verbinden und neue Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen. Ich kann heute mit dem System wirklich barrierefrei den Campus erschließen, kann mir mit verschiedenen Funktionen die Türen öffnen lassen, den Aufzug rufen lassen, Besuchereinladungen verschicken. Es ist also allumfassend. Und der Aufzug sitzt mittendrin als vertikales Transportmittel und wird auch mit integriert. Schindler ist einer der Partner, mit denen wir die Zukunft zusammen entwickeln. Es geht um die Haustüren, es geht um die Wohnungstüren, es geht um die Klingelanlage, es geht um die Videokommunikation, es geht um die Integration, irgendwann auch tatsächlich mit dem Smart Home zusammen. Und es gibt einerseits gar nicht viele Produkte und es gibt außerdem ganz wenige Partner, die sich auf so ein Abenteuer einlassen. Ja, jetzt möchte ich mit Sebastian Lurk von Schindler aus der Abteilung Kompetenzcenter Transit Management sprechen. Herr Lurk, lassen Sie uns gedanklich eine kleine Reise durch das Quartier machen. Ich bin Mieter, legal angemeldet. Ich komme ins Quartier. Was muss ich tun, um in meine Wohnung? Ich wohne ganz oben, nehmen wir mal an, im obersten Stockwerk. Okay. Wie komme ich jetzt durch die Haustür über den Aufzug in meine Wohnung? Was muss ich tun?
Sie haben tatsächlich verschiedene Möglichkeiten. Das Erste, was Sie machen, Sie könnten Ihre Campuskarte verwenden. Das ist eine RFID-Karte, die für den Campus alle Schließberechtigungen beinhaltet. Das ist einerseits die Tür, das ist der Aufzug, das ist die Paketstation, das sind, glaube ich, die Briefkästen. Also der Müllbereich auch noch. Tatsächlich alles in einer Karte. Dementsprechend können Sie die logischerweise auch hier benutzen. Sie kommen an die Haupteingangstüre, hier im Hintergrund, hier bei uns, wir sehen es gerade. Aber stellen Sie sich vor, es ist eine verschlossene Tür. Sie haben ein digitales Klingeltableau, was ein Touchscreen beinhaltet, ein Kartenleser, eine kleine Kamera, aber auch ein Bluetooth-Modul. Dazu komme ich gleich nochmal. Ich kann die Karte dort vorhalten, die Türe öffnet sich. Und jetzt habe ich viele Möglichkeiten. Ich kann tatsächlich, und ich möchte kurz die Vokabel Transit Management nochmal erklären. Transit Management ist was Entscheidendes, nämlich wir als Aufzugshersteller einmal wirklich die Vertikalität mit der horizontalen Ebene zu verbinden. Das heißt, den Aufzug mit den Wegen zum Aufzug hin, sei es jetzt hier durch die Haupteingangstüre zum Aufzug, aber auch vom Aufzug bis hin in die Wohnung. Das alles verbinden wir. Und jetzt kommen wir zu der Lösung, die beispielsweise mit der Karte funktional funktioniert dort. Ich halte vor, die Türe öffnet sich, der Aufzug wird direkt mit dem Ruf auf meine Wohnetage bereitgestellt. Ich steige nur noch in den Aufzug ein, fahre beispielsweise in die oberste Etage hier, steige aus und mit der Karte müsste ich jetzt nochmal mich an meinem Kartenleser, der gleichzeitig auch ein digitales Klingelschild ist, in meiner Wohnung nochmal autorisieren. Die Tür geht auf, ich kann rein. Spulen wir nochmal zurück. Das Ganze können wir auch mit einer App machen. Wir haben dafür eine App und die nennt sich MyPort. MyPort ist aber nicht nur eine App, sondern tatsächlich die Integration von zwei Disziplinen, kann man sagen. Das eine, das Thema Access. Wie komme ich in ein Gebäude rein? Und natürlich Port Elevator, der Aufzug. MyPort ist eine App, die mit Bluetooth funktioniert. Das heißt, ich werde als erstes von dem Terminal erkannt. Die MyPort-App ist geöffnet auf meinem Smartphone. Ich kann dann kontaktlos die Türe öffnen und kann dann auch wieder einen sogenannten Seamless Travel beispielsweise auslösen. Seamless Travel ist dann auch wieder die Reise. Tür geht auf, Aufzug wird bereitgestellt in meine Etage, ich gehe hoch. Und jetzt noch was Entscheidendes. Ich muss mein Smartphone tatsächlich gar nicht mehr vor meiner Apartment-Tür halten, sondern die Apartment-Tür geht automatisch aus. In dem Moment, wo ich das Smartphone in der Tasche habe. Das ist der Weg nach Hause, nach dem haben Sie mich gefragt. Das ist so der erste Kontaktpunkt. Wir haben aber noch andere Kontaktpunkte. Was dazu zu sagen ist, ja, wir haben eine App, aber wir haben auch eine komplett hart verdrahtete Technologie. Heißt, wenn ich die App nicht nutzen will, nutze ich die fest verbauten Infrastrukturpunkte, muss man sagen, in der Wohnung, aber auch außerhalb. Außen kann ich über ein Touchscreen jemanden anrufen, ein digitales Klingelschild, für den Verwalter auch wieder sehr spannend. Das Klingelschild muss nicht ausgetauscht werden, physisch oder neu graviert werden. Ich kann es mit wenigen Klicks tatsächlich digital auf das Klingelschild bringen. Ich habe aber auch in jeder einzelnen Wohnung ein sogenanntes Port 4 Home. Das ist ein Gegensprech, Intercom tatsächlich, auch mit einem Touchscreen, wo ich Rufe annehmen kann, wo ich mit der Person, die mich besuchen will, kommunizieren kann, Video sprechen kann. Und ganz entscheidend, ich kann der Person, die mich besucht, auch den Aufzug runterschicken. Mit dem Ruf in die richtige Etage. Und Frau Eberhardt hat vorhin noch was Schönes gesagt, was sehr oft genutzt wird, ist tatsächlich, ich kann aus der Wohnung, wenn ich meine Wohnung verlasse, mir den Aufzug schon rufen. Ich drücke oder nutze hierfür auch das Intercom, drücke auf den Aufzug und mir wird ein Aufzug von meiner Etage nach unten zur Verfügung gestellt. Und das alles zusammen nennen wir Transit Management. Wirklich die Vernetzung von Access, Zutrittskontrolle mit Intercom, mit dem Aufzug. Wenn ich als Mieter komme und ich bin an der Haustür, die Haustür öffnet sich, der Fahrstuhl kommt automatisch auf meine Etage, also ins Erdgeschoss. Ich vermute, das System weiß auch, in welcher Etage ich wohne. Ich muss im Aufzug keinen Knopf, keinen Befehl mehr geben. Das ist korrekt. Also unsere Port Technology heißt auf Deutsch übersetzt Zielruftechnologie. Das heißt, Sie haben kein klassisches Kabinentableau mehr innerhalb der Kabine. Das gibt es gar nicht mehr. Da ist gar kein Tableau im Fahrstuhl. Ich kann es nur von außen bedienen. Genau, Sie haben innen drin wirklich nur noch total reduziertes Tableau. Sie sehen, wo Sie hinfahren,
wo sie gerade sind, also der Standortanzeige, und Zielanzeige, Tür auf, Tür zu, und dann gibt es noch diese gelbe Bimmel, das ist der Notruf, wenn wirklich tatsächlich was nicht so funktioniert, wie es soll, und sie stecken geblieben sind, dann können sie über den Notruf natürlich einen Notruf abgeben. Ich bin jetzt mal ein bisschen garstig, Herr Lurk. Wir haben gehört von Frau Eberhardt und auch von Herrn Schwunk, dass die Systeme sehr gut funktionieren bisher. Aber ich will mir jetzt doch vorstellen, es gibt einen Computerausfall. Das System, die Steuerung funktioniert nicht. Wie komme ich dann in meine Wohnung? Okay, also wir haben das System berechtigterweise, es ist ein sehr guter Einwand. Tatsächlich ist die Redundanz ein Schließzylinder. So undigital das ist an dieser Stelle, aber tatsächlich sind wir auch in anderen Projekten darauf gestoßen, zu sagen, okay, können wir denn tatsächlich über ein digitales Schließsystem komplett, auch für den Ernstfall, und ich spreche jetzt Ernstfall zum Beispiel von einem Feuerwehreinsatz, es ist eine Referenz, die ich jetzt benenne, die wir in Frankfurt realisiert haben, dort ist tatsächlich die Feuerwehrauflage, dass jedes Apartment innerhalb eines Hochhauses auf jeden Fall noch eine sogenannte Feuerwehrschließung haben muss. Wenn man sich das dann mal überlegt und sagt, okay, was kann passieren bei einem digitalen Schließsystem? Ja, der Strom kann weg sein, dann komme ich nicht in die Wohnung. Kann ich vielleicht noch über Akkupufferung machen? Es kann sein, was auch immer. Es kann einfach nur schlicht und ergreifend der elektrische Door-Controller kaputt gegangen sein. Und dann gibt es tatsächlich einen Schlüssel. Hier in dem Fall, Sie haben, glaube ich, separate Schlüssel. Ganz klassisch tatsächlich zwei Schlüssel, einen für die untere Tür, einen für die obere Tür. Also. Ich müsste erstmal nachdenken. Ich glaube, in meiner Jacke habe ich ihn jetzt tatsächlich gerade drin, aber seit ich da wohne, habe ich ihn nicht einmal genutzt. Und das ist der Punkt. Und da sind auch wirklich Ansätze da, wo ich sage, man kann auch wirklich drüber nachdenken, dann eben diesen Schlüssel gar nicht auszuhändigen an den Mieter, sondern tatsächlich über eine zentrale, einen Schlüsseltresor, diese Funktionalität, die absolute Redundanz im wirklichen absoluten Worst Case zur Verfügung zu stellen. Ja. Und ja, da sind wir auf Sicherheit bedacht. Und ja, da setzen wir auch nach wie vor noch auf eine analoge, redundante Schließung. Mhm. Ja, ich denke, das ist schon auch ganz beruhigend, wobei ich natürlich dann immer dran denken muss, als Mieter diesen Schlüssel für diesen seltenen Notfall immer auch da tatsächlich bei mir zu haben. Aber deswegen ist vielleicht die Idee mit einer zentralen Ablage ganz gut. Ich glaube, mein persönlicher Tipp wäre, wenn es diese Zentralität nicht gäbe, würde ich tatsächlich auch einen außerhalb der Wohnung deponieren. Das wäre mein persönlicher Rat an den. Ja, also ich habe es in ähnlicher Form auch umgesetzt. Also mein bester Kumpel hier in Berlin, der hat tatsächlich auch eine Schlüsselkarte. Einfach nur, als es den Zugang mit Schindler noch nicht gab, das ist recht neu, also ist auch gerade in der Versuchsphase, da hatte ich mein Handy oft dabei und ich habe tatsächlich auch einmal meine Karte vergessen. Zum Glück war mein Kumpel dann gerade da und hatte dann die Karte. Und die Schlüssel, wenn der Schlüssel in der Jacke ist und es ist Sommer, dann habe ich die Jacke nicht dabei. Von daher... Ja, so ein zentrales System, wo dann vielleicht bei dem Hausverwalter oder so die Schlüssel in einem Schlüsseltresor hinterlegt werden, das wäre wahrscheinlich gar nicht so verkehrt. Herr Schwung, wenn Sie jetzt Sie möchten verreisen, Sie wollen Ihrem Kumpel, Stichwort Kumpel, sagen, kannst du bitte bei mir die nächsten zwei Wochen die Blumen gießen? Wie kommt er dann in die Wohnung, Herr Lurk? Gibt es da einen Zugang? Kann Herr Schwung dem Kumpel eine Zugangsberechtigung für seine Wohnung erteilen? Tatsächlich kann er das. Und dazu hat er jetzt in dem Fall, er hat es ja schon erwähnt, drei Möglichkeiten. Klassisch, er kriegt den Schlüssel. Aber dafür haben wir eine viel charmantere Lösung tatsächlich. Ja, das stimmt. Und die nennt sich aus der App heraus, nämlich aus der MyPort-App heraus, ein Gästeticket. Und wir nutzen dort eine Option, die heißt bei uns Crazy Color Code. Da muss ich mal schmunzeln, wenn man das Ding mal gesehen hat, das ist ein Farbstroboskop-Effekt. Man kann es vergleichen von der Funktionalität mit meinem QR-Code. Kann ich diesen Code aus meiner Handy-App persönlich erzeugen? Kann sagen, beispielsweise für die nächsten zwei Wochen hat mein Freund, dem ich dann einfach ein Ticket schicke über Instant Message, über E-Mail, wie auch immer. Der Weg ist egal an der Stelle, aber ich schicke ihm einen Link. Und das Wichtige ist auch, er braucht gar nicht die App installiert zu haben. Er ruft den Hyperlink auf und über den Hyperlink kann er den Code, ein Video abspielen, hält das vor den passenden Leser unten an der Hauseingangstüre und der vorhin besprochene Seamless Travel, der funktioniert automatisch. Tür geht auf, Aufzug geht auf, bis hin ins Apartment. Und so kann er realisieren, dass seine Blumen auch noch Wasser bekommen, wenn er gerade nicht da ist. Klingt alles fantastisch. Frau Eberhardt, gibt es bei Ihnen Senioren, die sagen, ich kann das alles gar nicht, ich will das gar nicht, unter den Mietenden? Naja, also alle, die einziehen, wissen, dass sie in Future Living Berlin einziehen. Und wir haben ältere Menschen, die
zum Teil wegen der Barrierefreiheit eingezogen sind, die aber zum Teil auch, wenn sie Rollstühle nutzen, auch entsprechende Hubmodule drin haben. Also wenn jemand gar nichts mit Technik am Hut hat, ist er vielleicht in Future Living Berlin nicht so gut aufgehoben. Aber grundsätzlich achten wir halt sehr drauf und wir achten auch zusammen mit Schindler zum Beispiel darauf, dass Dinge gut nutzbar sind. Also es geht ja wirklich darum, Leute hören vielleicht nicht mehr so gut, sehen nicht mehr so gut, sind in der Mobilität eingeschränkt. Also dieser Durchgang durchs Haus, Seamless Access, ist etwas, was aber übrigens nicht nur die Älteren von unseren Mietern schätzen, sondern wir haben ja sehr viele sehr junge Familien mit sehr vielen Kindern und diese Form der Barrierefreiheit und ich habe ein Kind und noch irgendwelche Rollergeschichten, die ich irgendwie auch noch mit in die Wohnung nehmen will oder so und habe mal die, muss mit den Händen nichts machen, ja, sondern kommen da quasi rein, das wird von denen wirklich auch sehr wertgeschätzt. Also das, was für die Senioren und Senioren gut ist, wie gesagt, da haben wir sind zwei Gerontologinnen vor Ort, also wir achten da wirklich, haben da wirklich ein großes Augenmerk drauf, aber auch, wie gesagt, das, was für die Älteren gut ist, ist in dem Fall wirklich auch absolut für die jungen Familien großes Kino. Würde ich gerne tatsächlich auch nochmal aufgreifen, was Sie vorhin gesagt haben. Also wir verstehen als Schindler und als Partner von Future Living das Projekt auch so, dass wir unser System weiterentwickeln. Und es gab relativ schnell ein Feedback, was das Kontrastverhältnis beispielsweise in den Wohnungsterminals anging. Und Sie sprachen vorhin von dem Software-Update, was wir gemacht haben. Das ist genau aus dem Feedback von Ihnen, von Bewohnern an uns geflossen und wir haben dieses Software-Update dann in allen Wohnungen tatsächlich eingespielt an dieser Stelle, weil es für Sie wichtig war, weil es für uns wichtig ist, für ein System, was tatsächlich generationsübergreifend nutzbar ist an dieser Stelle. Ich möchte, Herr Luck, nochmal eine Frage aus dem Digitalen stellen oder zum digitalen Bereich. Ich vermute, dass Sie dieses System, Ihr System im Quartier Future Living Berlin komplett monitoren. Ist das für Sie gläsern, die Vorgänge in diesem System, Schindler-Port, sind die für Sie sichtbar jederzeit? Jederzeit, also vor Ort ist es tatsächlich auch für die GSW tatsächlich sichtbar, im Sinne von, wir haben dort eine zentrale Programmierstation oder eine Managestation, wo man halt auch tatsächlich eine Gebäudeübersicht sieht, über jede Aufzugsanlage, aber auch über den Zustand jedes Access Points. Das heißt, ja, ich habe online eine Einsicht darüber, wie der Zustand der Anlagen ist. Das ist mal das eine, was ich aus dem Portsystem ableiten kann. Dazu sind alle Aufzugsanlagen aber auch digital mit unserem Technical Operations Center hier bei Schindler in Deutschland vernetzt, wo ich tatsächlich über ein Remote Monitoring den Zustand der Anlage sehen kann. Also ja, das nutzen wir und das ist tatsächlich unser State of the Art, um tatsächlich auch im weiteren Schritt zu sagen, wie können wir denn auch unser Wartungsgeschäft vielleicht auch grüner machen an der Stelle? Müssen wir denn, wenn wir die Meldung bekommen, hey, der Aufzug funktioniert gerade nicht, wirklich jemanden vor Ort schicken, im Idealfall mit Elektroauto, im Moment noch auch vermehrt mit einem Dieselauto. Einfach nur den Gedanken, es kommt sehr oft vor, dass wir eine Aufzugsstörung geschickt bekommen über den zentralen Notruf, wo vielleicht eine Kasten Bier der Auslöser ist, der nämlich in der Tür steht. Und der Techniker kommt angefahren und tatsächlich geht in dem Moment die Tür wieder ganz normal, weil der Bierkasten draußen ist. Über das Remote Monitoring können wir tatsächlich, wenn wir so eine Meldung bekommen, als erstes mal checken in einem Ablauf von 10 Minuten, nimmt der Aufzug denn wieder Rufe an? Ist die Störung vielleicht schon weg? Und können darüber natürlich unseren Techniker disponieren und sagen, du musst da nicht hinfahren. Und das heißt im nächsten Schritt natürlich auch weniger CO2-Ausstoß. Herbert, Sie haben dazu eine Anmerkung und eine Frage? Wir sehen tatsächlich die wartungsrelevanten bzw. zustandsrelevanten Daten, die können wir sehen. Also was wir definitiv nicht sehen, ist, wann jemand den Aufzug konkret benutzt hat oder wann jemand die Tür aufschließt oder so. Das ist irgendwo vielleicht in den Tiefen des Systems, oder da haben wir definitiv keinen Zugang zu. Ist tatsächlich auch so nicht eingestellt an der Stelle. Wir müssen sagen, es gibt systemkritische Einrichtungen, dazu zählen beispielsweise Banken, da ist das absolut erwünscht. Da muss wirklich getrackt werden, wer wann durch welche Tür gegangen ist. Entwicklungsabteilungen haben das Gleiche. Klar. Da können wir diesen Haken setzen, aber jetzt in diesem Fall wird sowas auf keinen Fall getrackt. Danke erstmal, Herr Luck. Gerne. Ich komme jetzt zu Herrn Schwunk, unserem Mieter in der Runde. Seit wann sind Sie Mieter im Future Living?
Offiziell Februar 2021. Also jetzt müssen Sie bitte nochmal unseren Zuschauern und Zuschauerinnen erklären, welche Smart-Home-Anwendungen Sie in Ihrer Wohnung nutzen. Also Sie sind in der Wohnung, ja. Tür ist zu. Genau. Sie haben Schindlerport hinter sich, Sie sind in Ihrer Wohnung. Welche Technik nutzen Sie da? Was steht Ihnen da zur Verfügung? Ja gut, die Frage ist eher, welche Technik nutze ich nicht? Also ich habe mich ja bewusst für etwas entschieden. Also ich habe tatsächlich damals auch, ich bin ursprünglich aus Bremen, bin nach Berlin gezogen und habe geguckt, okay, mir wäre wichtig, dass ich etwas Smartes miete. Also ich wollte jetzt nicht in den Berliner Altbau so weiter und dann glücklicherweise, also wirklich wie eine glückliche Fügung, kam dann Future Living hier und habe gesagt, Mensch, das passt ja gut, auch nee, Autobahnanbindung und so weiter. Letzten Endes habe ich mich ja bewusst dafür entschieden. So, das heißt, normalerweise mit der Zugangskarte, mit der ich jetzt die ersten Monate gearbeitet habe, das war, man lernt es tatsächlich zu schätzen, dass man keinen Schlüssel mehr dabei hat. Also ich kenne viele Autofahrer zum Beispiel, die haben an ihrem Autoschlüssel nochmal den dicken Haustürschlüssel und Wohnungsschlüssel und alles. Das klimpert die ganze Zeit. Boah, das ist für mich ganz gruselig, wenn es klappert. Deswegen war ich glücklich über so eine Karte. Und man kommt in die Wohnung rein. In dem Moment ist es halt so, dass ich über einen Sensor oben an der Decke zum Beispiel, das was gesagt wurde, das Licht geht an. Wenn ich jetzt zum Beispiel außer Haus war, weil ich zum Beispiel in Bremen war, wo meine Tochter wohnt, dann komme ich rein und zum Beispiel Jalousien fahren auf, wenn es tagsüber ist oder so weiter. Das sind so Sachen, die lernt man ganz schnell zu schätzen, auf jeden Fall. Ich selber steuere im Haus tatsächlich grundsätzlich alles über die App, also welches Licht ich wann anmache oder so weiter. Dazu muss man sagen, ich wohne in einem Loft. Das heißt, ich habe einmal 76 Quadratmeter, wo mitten in der Mitte eine Insel ist. Da ist das Badezimmer drin und sonst kann ich im Kreis im Prinzip in der Wohnung gehen, habe keine Wände mehr. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel jetzt Abend esse oder koche, ist mehr Beleuchtung, als wenn ich dann auf meinem Sofa sitze, mir irgendwie was noch angucke und dann mal eben steuere, okay, das Licht über mir, über dem Fernseher möchte ich zum Beispiel ausschalten, weil es einfach stört beim Fernsehen. Das mache ich alles stumpf über die App. Auch wenn ich jetzt zum Beispiel im Homeoffice bin, was ich ja eingangs erwähnte, ist es so, ich habe eine Südausrichtung und irgendwann scheint die Sonne auch ziemlich tief, ziemlich grell rein. Ich stehe jetzt nicht auf vor meinem Arbeitsplatz oder so weiter. Ich gehe mal in die App rein und fahre von dort aus dann zum Beispiel die Jalousien so weit runter, dass ich nicht mehr geblendet werde. Wie gesagt, das erledige ich alles komplett über die App. Und dann die zusätzliche Einbindung, was hier schon von Frau Eberhardt erwähnt wurde, von Sonos-Systemen und so weiter, da bin ich ein großer Fan von. Also ich habe nicht nur den Sonos, der jetzt geliefert wurde, standardmäßig. Das ist ein Lautsprecher, müssen wir genau, vielleicht nochmal sagen. Ne? Genau, das ist ein intelligentes Lautsprechersystem. Ich habe das inzwischen erweitert. Inzwischen laufen bei mir 4 Sonos-Lautsprecher in der ganzen Wohnung, die ich dann alle ansteuere. Zum Beispiel mache ich es auch so, wenn ich morgens ins Badezimmer komme, auch da ist ein Sensor an der Decke, der erkennt, okay, jetzt betritt einer das Badezimmer, Lichtschalter braucht man gar nicht mehr anzumachen. Das heißt, er macht dann das Licht an und die Musik fängt an zu spielen, wenn man ins Badezimmer kommt. Das sind alles so eine Kleinigkeiten, die es aber dann doch sehr charmant machen, mit so einem Smart-Home-Technik zu leben, klar. In der Berichterstattung über die Digitalisierung im Wohnungswesen spielt die digitale Kommunikation von Mietern, von Hausgemeinschaften untereinander immer eine große Rolle. Also das muss sein, heißt es. Gibt es, Frau Eberhardt, bei Ihnen auch so ein Mieterportal für die Kommunikation unter den Mietern? Das haben wir im Moment in der Tat noch nicht. Also wir nutzen wir setzen die klassische App ein, um mit der Verwaltung zu sprechen. Wir haben so eine Community-Anwendung, fahren wir im Moment noch nicht. Wäre das für Sie auch wichtig, Herr Schwung? Oder sagen Sie, ich bin so viel unterwegs? Wir haben uns das tatsächlich so ein bisschen selber jetzt eingerichtet. Das heißt, es gibt eine WhatsApp-Gruppe, die okay. Future Living heißt. Und alle, die wollen, sind da natürlich willkommen drin. Wir haben es so zum Beispiel gemacht jetzt im Sommer, wo die Fußball, war es eine EM, WM? EM. War die EM. Genau. EM. Da haben wir unten im Hof, den wir auch gesehen haben, haben wir dann tatsächlich die Wand von der Kita genommen, die große weiße Wand, haben dort einen Beamer aufgestellt mit Ton und haben dementsprechend uns vorher abgestimmt, okay, pass auf, heute Abend wollen wir Fußball gucken unten im Hof und wer will, kann dazukommen. Da saßen wir da teilweise auch mit 20 Leuten dann im Innenhof, Beamer an der Wand und haben Fußball geguckt. Mhm.
Ich habe vorhin in der Schilderung von Frau Eberhardt entnommen, dass in jeder Wohnung irgendwo auch ein Display ist oder sein kann, auf dem ich meine Strom- und Wärmeverbrauch ablesen kann. Ist das richtig? Das kommt noch. Das kommt noch, okay. Also, gibt es bei Herrn Schwung auch noch nicht? Ich kann über das Tablet meine Temperaturen einstellen, zum Beispiel für die einzelnen Räume, was bei mir jetzt nicht so viele Räume sind tatsächlich, aber in anderen Räumen sicherlich, in anderen Wohnungen sicherlich dementsprechend auch nutzvoll ist. Das, was Sie jetzt gerade ansprechen mit dem Stromverbrauch, kann ich aber zum Beispiel in der Digitalstrom-App sehen. Das heißt, ich sehe meinen Momentanverbrauch, sehe zum Beispiel auch das Thema offene Fenster. Das sehe ich in dem Tablet natürlich auch. Ich muss aber sagen, dass dieses Tablet anfangs von mir sehr viel genutzt wurde, als ich noch keinen Zugang zur Digitalstrom-App hatte. Die musste erst freigeschaltet werden. Und inzwischen nutze ich dann doch einfach aus Bequemlichkeit, weil ich jetzt nicht jedes Mal aufstehe, um ans Tablet zu gehen, nutze ich ganz für die App in der Hosentasche. Ja. Sie haben uns schon erzählt, Herr Schwung, dass Sie das Carsharing-Angebot, die Elektroautos im Quartier nutzen für schnelle Besorgung. Sie haben aber auch ein eigenes Auto, und zwar ein Elektroauto. Genau, können Sie das im Quartier laden? Ja, das ist möglich. Bisher ist es so, dass die Ladesäulen unten in der Tiefgarage, die fürs Fleetshare genutzt wurden, dass eine davon freigeschaltet war für die Nutzer. Die kann ich dann entweder über eine Karte oder einen Vertrag mit Polarstern freischalten, aber auch ganz klassisch über Plug Surfing. Das ist ein großer MSP, also Mobile Service Provider, der damit angebunden ist. Und dann kann ich dort unten für einen festgelegten Betrag auch ganz konventionell mein Elektroauto laden. Nichtsdestotrotz, das wurde eben auch schon erwähnt, ist es möglich, dass ich Mieter auch einen Anschluss für eine eigene Wallbox beantragen können. Wie gesagt, da ist ein gewisser Anteil von mir selber zu tragen, wenn ich diesen Anschluss haben möchte. Und dadurch, dass ich selber in dem Bereich ja tätig bin, ist das tatsächlich gerade aktuell eine Überlegung, dass wir den Anschluss, damit ich zum Beispiel auch eigene Wallboxen, die bei uns vertrieben werden oder produziert werden, testen kann. Das heißt, da wird unten wahrscheinlich eine Test-Wallbox hinkommen, wo immer ein Software-Stand drauf ist, den ich als Qualitätsingenieur zum Beispiel jetzt gerade testen möchte. Ist für mich natürlich absolut gewinnbringend, weil ich dann neue Software-Stände direkt mit meinem eigenen Auto testen kann. Und ja. Ja, ich habe jetzt zum Schluss dieser Fragerunde, Herr Schwung, an Sie eine nicht technische Frage. Stört es Sie, dass Ihre Wohnung keinen Balkon hat? Ich habe da tatsächlich anfangs gar nicht drüber nachgedacht, dadurch, dass meine Wohnung ist ja da ein Loft mit einer riesen Fensterfläche, wo auf 10 Meter Breite ungefähr 6 Meter Fensterfläche ist und davon nochmal mindestens 4,5 Meter jeweils geöffnet werden können. Französischer Balkon nennt sich das, kennt man ja vielleicht. Und wenn man im Sommer dann wirklich alles aufreißt, dann hat das auch schon ähnlich wie so ein Cabrio-Effekt. Brauche ich jetzt unbedingt einen Balkon? Ich weiß, dass einige Mieter sagen, ja, gerne. Ich sage einfach aufgrund der Größe meines Wohn-Ess-Bereiches mit diesen beiden Portaltüren, die da vorne sind, kann man tatsächlich drauf verzichten. Also ich könnte auch den Tisch zum Beispiel dann so stellen, dass er direkt an dem offenen Fenster ist im Sommer, habe ich auch schon gemacht. Und dann sitzt man quasi auch im Freien. Da muss man ja feststellen, nicht alle Wohnungen im Quartier sind so geräumig wie die Ihre, Herr Schwung. Aber es gibt ja für keine Wohnungen Balkon oder Terrasse, Frau Eberhardt. Das ist ganz Ist tatsächlich eine bewusste Entscheidung gewesen. Es war in der Vermietung tatsächlich wirklich ein Hindernisgrund. Also Menschen, die gerne einen eigenen Balkon haben wollen, sind dort nicht eingezogen. Die Vermietung fand das nicht so toll. Es gibt aber auch Stimmen bei uns im Haus, die sagen, wir würden es wieder so machen, weil wir haben ein großes Augenmerk auf die Innenraumgestaltung, also die Gestaltung zwischen den Häusern und auch um die Häuser herum gelegt. Da stehen einfach gute Sitzmöbel. Es gibt Sitzsteine, Sitzmöbel und so weiter. Und wenn man im Sommer, also Ihre Aktion mit dem Fernsehen habe ich gar nicht mitbekommen, das ist auch echt cool. Aber wenn man, also während der ganzen wärmeren Jahreszeiten, wenn man da gegen Abend durchgeht, die Leute bringen ihr Abendbrot zum Teil mit runter. Die Familien legen Decken aus, die Kinder spielen. Die finden das übrigens auch ganz wunderbar, dass wir da ja durch die Versickerungsflächen so eine leichte Neigung haben. Das ist einfach für Kinder eine tolle Sache. Und auch die Barrierefreiheit der Wege lädt eben dazu ein, dass die sich da bewegen können. Also ist es wirklich, also die Idee war, statt dass jeder 2 oder 3 Quadratmeter Privatbalkon hat, dass man diese Fläche zwischen den Häusern nutzt. Und das passiert tatsächlich auch. Also
Also definitiv. Bewusster Verzicht auf Balkone und Terrassen, um gemeinschaftliches, Treffen der Bewohner im Garten oder im Hof zu fördern. Das gelingt auch sehr gut. Ja, genau. Also gerade im Sommer hat es sehr gut geklappt, was eben beschrieben wurde, wirklich, dass da auch gemeinsam gegessen wird. Jeder plötzlich nach oben rennt, wiederkommt und dann hat man da ein riesen Buffet plötzlich. Also das war nicht nur einmal und mich als ehemaligen Hausbewohner, also ich habe ein eigenes Haus in Bremen, für den ist so eine Gemeinschaft was ganz Neues tatsächlich und nehme ich sehr, sehr gerne an. Ja, meine Damen und Herren, wir sind durch mit unserer Fragerunde. Ich will aber noch Gelegenheit geben zu einem Schlusswort. Möchte jemand noch etwas sagen? Herr Lohr, haben Sie vielleicht noch? Ich bin tatsächlich gerade noch bei dem Community-Gedanken, den ich einfach großartig finde. Das möchte ich an der Stelle sagen. Ja. Und ich glaube tatsächlich, Schlusswort, ich finde es toll bei Future Living als Projektpartner dabei zu sein, weil das halt wirklich auch für mich als Person was extrem Bedeutendes ist. Ich bin von der ersten Stunde mit dabei, wo es angefangen hat, auch den vertrieblichen Prozess, den Planungsprozess, die Umsetzung, aber jetzt auch die Realisierung und jetzt wirklich auch das Optimieren des Systems. Daher freue ich mich, dass es so ein tolles Quartier geworden ist, was lebenswert ist, wo wirklich der Community-Gedanke da ist. Und wenn wir noch irgendwie einen Ansatz finden, wie wir die Community mit MyPort auch noch verbessern können, wäre mir das ein persönliches Bedürfnis. Also vielen Dank an der Stelle, vielen Dank für das tolle Projekt und auch vielen Dank für das tolle Feedback. Gerne. Ja, und ich schließe mich an und sage auch danke, dass Sie da waren bei uns. Vielen Dank für Ihre Statements. Meine Damen und Herren, ich finde, dieses Projekt Future Living Berlin verdient wirklich Respekt. Also ich habe Respekt, großen Respekt vor der Entwicklungsarbeit und dem technologischen und unternehmerischen Mut der GSW Sigmaringen. Damit möchten wir uns verabschieden. Wir sagen danke, dass Sie dabei waren. Und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten IVV Roundtable wieder dabei sind. Tschüss.